Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um GTA Online, denn ich kann es tatsächlich nicht glauben, aber Rockstar Games hat den letzten Gift Castle Friends, den ich hochgeladen habe, gepatcht und mit diesem Patch haben sie wiederum den leichtesten Gift Castle Friends letzter Zeit wieder entpatcht. Ja Leute, es gibt wieder eine After-Patch-Variante von einem Glitch, der eigentlich oder schon gefühlt zwei oder dreimal gepatcht war, jetzt aber wieder geht. Wie geil ist das denn? Nice Rockstar. Dankeschön. Aber Leute, bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich erstmal mit einem fetten Like fürs Video dazu lassen. Und außerdem, Leute, für die, die mich noch gar nicht kennen, abonniert mich, sonst verpasst ihr die krassesten Glitches in GTA Online. Aber gut, Leute, was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht für diesen Glitch natürlich einen Bunker inklusive MOC. Im dritten Abteil des MOCs, Leute, braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und im Lager für persönliche Fahrzeuge, Leute, braucht ihr ein Fahrzeug, was für diesen Glitch verlieren könnt. Also am besten ein kostenlosen LG oder dieses Dockkasten, der auch kostenlos, oder ein Fudge-Roller. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Freund, der optimalerweise natürlich auch das Fahrzeug hat, was ihr gerne haben möchtet. Hat das Ganze sehr gut. Ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt mit dem Glitch an. Und das Geile an diesem Glitch ist, Leute, tatsächlich, ihr braucht hier keinen Verglitch-Modus oder sonst irgendwas. Ihr könnt diesen Gift Castle Friends wirklich überall machen, wo euer MOC halt Platz hat. Gut, in meinem Fall bin ich jetzt hier tatsächlich am Hafen und habe mein MOC auch schon einfach hier hingestellt und mein Freund ist auch schon da mit dem Fahrzeug, was ich gerne haben möchte. In meinem Fall ist es jetzt dieser Winnie, den ich einfach ziemlich nice finde. Gut, Leute, als erstes müsst ihr jetzt hinten euren MOC reingehen und das Fahrzeug rausholen, was ihr für diesen Glitch verlieren könnt. Also in meinem Fall ist es hier so ein Stalker-Auto, denn das ist ja auch kostenlos. Seid ihr dann draußen mit dem Fahrzeug gespawnt, Leute, muss jetzt euer Freund in das Fahrzeug einsteigen. Und ganz wichtig, Leute, wenn euer Freund eingestiegen ist, drückt er die Optionstaste. Und zwar so, Leute, dass sich das Pausenmenü öffnet. Ist das Pausenmenü offen, Leute, könnt ihr jetzt mit dem Fahrzeug wieder zurück zu eurem MOC hinfahren und drückt auch die rechte Pfeiltaste, um wieder reinzugelangen. Aber Leute, ihr seid irgendwie kurz gefreezed und euer Freund wird aus dem Fahrzeug rausgeschmissen. Sobald euer Freund aus dem Fahrzeug rausgeschmissen wurde, könnt ihr euch auch wieder bewegen. Denn jetzt fahrt ihr wieder ein paar Meter zurück, denn wenn ihr aussteigt, muss der blaue Kreis sichtbar sein. Gut, in meinem Fall ist der blaue Kreis jetzt sichtbar. Denn euer Freund muss jetzt das Optionsmenü wieder schließen und macht jetzt die Story-Modus-Meldung. Das bedeutet, ihr haltet jetzt die untere Pfeiltaste gedrückt und euer Freund wählt jetzt einen Story-Modus-Charakter aus. Und jetzt hat er eine Meldung in GTA, ob er sicher ist, dass er einen Story-Modus möchte, bla bla bla. Und diese Meldung bleibt jetzt tatsächlich, denn ihr müsst jetzt tatsächlich auch zu eurem MOC hingehen. Aber Leute, bevor ihr jetzt da hingeht, müsst ihr jetzt auch die Story-Modus-Meldung machen. Und das müsst ihr auch tatsächlich auch bei jedem Try machen beim Gift Castle Friends. Also nicht vergessen, ganz wichtig. Denn wir wählen jetzt hier auch einen Story-Modus-Charakter aus und wir kriegen auch natürlich jetzt die Meldung in GTA, ob wir nach Story-Modus möchten, bla bla bla. Diese Meldung brechen wir mit Kreis ab. Denn jetzt können wir tatsächlich zu unseren MOC hingehen. Und zwar ist es hier ein bisschen minimal Timing, aber nicht schwer. Denn ihr müsst jetzt natürlich beim MOC auswählen, dass ihr mit eurem Freund ins MOC reingehen möchtet. Aber Leute, diese Anzeige verschwindet sehr, sehr schnell. Und das Ziel ist es tatsächlich, dass ihr zwar auf dieser Anzeige seid, mit eurem Freund beitreten, aber erst akzeptiert, wenn diese Anzeige verbuggt ist. Das ist der Glitch daran. Also ich mache das jetzt, sprich ich gehe jetzt zum MOC, drücke die untere Pfeiltaste und zack, ist jetzt weg. Ne? Sie habt jetzt so einen schwarzen Balken nur noch. Klar, ich weiß es jetzt, ich hätte es jetzt geschafft und könnte jetzt X drücken. Aber Leute, falls ihr es nicht geschafft habt oder sonst irgendwas, nicht schlimm. Ihr geht einfach wieder zur Seite, so wie ich jetzt, so Motto, oh, ich habe es dann jetzt nicht geschafft. Und versucht es einfach nochmal. Sprich, wir gehen jetzt nochmal zum MOC, drücken die untere Pfeiltaste. Wir haben es hier auf Freunde, bla bla, Crewmitglieder. Und jetzt ist das Menü wieder verbuggt. Und das brauchen wir jetzt natürlich jetzt hier wieder. Und jetzt wissen wir, ja, wir haben es geschafft. Und jetzt bestätigen wir das Ganze jetzt auch mit X. Gut, wir werden jetzt einen unendlichen Ladescreen bekommen. Was müssen wir machen, um diesen unendlichen Ladescreen wieder rauszukommen? Naja, ganz einfach, Leute. Ihr haltet die untere Pfeiltaste wieder gedrückt und wählt einen Story-Modus-Charakter aus. Aber der Haken an dieser Sache, ihr seht das nicht. Das bedeutet, ihr müsst das so gesehen nach Bauchgefühl machen. So, habt ihr es geschafft, einen Story-Modus-Charakter auszuwählen, werdet ihr eine Meldung in GTA erhalten, ob ihr nach Story-Modus möchtet, bla bla bla, ne? Und diese Meldung müsst ihr einfach mit Kreis abbrechen. Seid jetzt wieder gespawnt, Leute, müsst jetzt zum Fahrzeug hinrennen, was euer Freund euch schenken möchte und steigt ein. Denn wir müssen es mit dem Fahrzeug so weit wegfahren, wie es geht, also so ein paar Meter. Denn ihr werdet irgendwann automatisch in eure MOC reingezogen. Und Leute, es gibt jetzt hier auch keine feste Definition, wie lange es dauert. Je nachdem, könnte es auch ein paar Meter mehr sein, die ihr
gefahren bist oder ein paar Meter weniger. Aber egal, Hauptsache ihr fahrt einfach so lange, bis ihr reingezogen werdet. Und zack, boom, bam, Leute, ich bin jetzt in meinem MOC mit dem Fahrzeug von meinem Freund und das Fahrzeug gehört jetzt mir und ist auch komplett abgespeichert. Wie geil ist das denn bitteschön? Und natürlich, Leute, hat euer Freund das Fahrzeug jetzt nicht verloren. Ihr habt jetzt so gesehen eine Kopie erhalten, sprich ich fahre jetzt auch wieder raus und zeige euch auch, dass mein Freund das Fahrzeug natürlich behalten hat. So, ihr seht es jetzt hier, wir haben beide dasselbe Fahrzeug. Das ist schon irgendwie geil, wie einfach dieser Glitch geht. Und Leute, weil dieser Glitch so einfach ist, würde ich jetzt schon mal mit einem fetten Like fürs Video dazu lassen. Und Leute, wenn euch dieses Video sogar weitergeholfen hat und wirklich gefallen hat, dann vergesst auch nicht, den Abo-Button mal gedrückt zu haben. Aber ich bin raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.